Also ich würde mich sehr respektiert fühlen, wenn ich die ganze Zeit quer durch die Pampa geschickt werde, um gegen Nazgûl zu kämpfen und mich dann zu verpissen. Your corpse will be thrown to the dog. Er ist doch gar kein hohen Typ. Tja, offensichtlich doch. Yes, my lord. Making camp here. Yes, my lord. Vielleicht ist er irgendwie von Gondor mal übergetreten oder so. Na, oder von Rune. Von Dale. Ja, oder so. Ich wüsste auch mal ganz gerne, was sich so an den Gondor-Grenzen gerade tut. Wo ist eigentlich mein scheiß Kack-Diplomat? Der ist jetzt hier im Gebirge hängen geblieben. Da kann ich gleich mal mit ihm quatschen. Approaching their dignitary. Tomorrow's journey planned out. Tomorrow's journey planned out. Das ist auch so geil, die Kaufleute, die du von den italienischen Staaten oder von Spanien hast bei Medieval, wenn du sie halt wohin schickst und sie dann halt ihre Runde beendet haben und stehen bleiben. Ich muss mich bis morgen ausruhen. Das war so geil, wie die das sagen. Ich muss mich bis morgen ausruhen. Alter, der Typ, der nervt. Der nervt auch und die nerven alle. Ah, Krieg! Na gut, bin ich eh schon. Enemies, Mordor, Orks of Gundabad, Tarad, Run. Ich bin eigentlich richtig hart gefickt. So ist es. Aber da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. So ist es. So, jetzt wo ich endlich Geld habe, kann ich da hinten in Erinvorn wollte ich die Town Watch bauen. Ja, und in Elostirion wolltest du aufrüsten. Gebe gleich auch nochmal die Dirt Roads in Auftrag. Stimmt, ja. Warte, ich mach schon für dich. Danke. Keine Ahnung, vielleicht ist die Verbindung zum... Könnte ich eine Town Garden machen, aber... Oder Stables. Oder eine Archery. Was ist das da rechts neben dem? Ah, ne, eine Art Gallery. Aber brauchst du die da? Nö. Das wäre jetzt rausgeworfenes Geld. So ist es. Aber da oben konnte ich, glaube ich, noch irgendwas machen. Okay. Ne, ja, ein Weinyard. Ja, die Frage ist halt echt, ob dieser Sculptures-Workshop, ob es der wirklich bringt, was das Thema Kultur betrifft. Ja. Weil wenn dem so wäre, dann wäre das natürlich geil. Man müsste sich halt mal trauen und so ein Pilotprojekt starten, weil es steht halt jetzt eben nicht offensichtlich dabei. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall mal durch jede Stadt... Okay, in Argon brauche ich eigentlich nichts. Nee, das ist bei mir da unten. Ja. Nur Tabard eigentlich auch nicht. Gut, den meisten kannst du eh nichts wirklich bauen. Da im Ladris macht es Sinn aufzurüsten. Oh, Night Stables, weiß ich nicht. Das ist halt jetzt die Frage, gehe ich hier auf die Eldarinde Archers oder gehe ich mal hier auf die Barracks, damit ich mal eventuell irgendwann gescheite Nahkämpfer bekomme? Weil auf Dauer geht's mir schon... Die Eldarinde Archers sind sehr gute Nahkämpfer auch. Also ich würde auf die gehen, weil die sind jetzt die nächste Stufe, die du gleich haben kannst. Also ja, das stimmt allerdings. Dann kannst du eine Rüstung anziehen. Ja. Stimmt. Kostet ja eh wenig. Ah, jetzt kannst du endlich die Noritano Kavallerie da ausbilden. Boah, diese Runde war eine Runde der Investitionen. Ja, klar. Deswegen... Was hast du noch gesagt? Sorry. Wenn du auf Recruitment gehst, jetzt kannst du diese Returno-Kavallerie mal schauen, wie die so ist. Oh, die sind eigentlich echt gut. Ja, es geht. Charge-Bonus vor allem 8, das ist echt gut. Ja. Aber momentan kann ich sie mir... Ja, ich könnte sie mir leisten, aber ich kann sie jetzt nicht so gut dringend kaufen. Alter, jetzt hat er da aber echt eine große Armee formiert, da dieser Ork-Fuzzi. Ja. Soll er mich nur angreifen? Ich könnte Goblin Town definitiv verteidigen. Beziehungsweise, ja nee, nicht retrain, schick mal den Spy, den du ausgibst. Das ist aber eigentlich auch keine so schlechte Idee. Ja, stimmt eigentlich. Was steht denn da eigentlich für ein... Ja, steht schon Blacksmith, das ist natürlich super. Dann mache ich das mal. Die da. Schick mal den Spy weiter, der da drin hockt. Jo. Wir wollten ja schauen, was da weiter nördlich noch liegt, weil ich glaube, der hat da noch was. Ja, irgendwo muss er auf jeden Fall noch eine Stadt haben. Da ist... Na ja, gut, er hat halt noch Moria. Captain Lunrad. Da, Ork Outpost. Ah, Ork Outpost. Scheiße, kommt gerade so nicht mehr hin. Ja, da drin hocken. Hm? Ja, guck. Mott und Bailey.
Knockout Post. Okay. Aber er muss mindestens noch... Mindestens noch zwei Generäle haben auf jeden Fall. Ja, die sitzen wahrscheinlich in Moria jetzt drin oder so. Also er hat auf jeden Fall... Moria hat er auf jeden Fall. So. Ja, das ist richtig. Ja. Da ist schon zumindest mal der High Chieftain Uglak. Aber irgendwo muss er ja noch seinen... Lord Hocken haben. Lord Hocken haben, so ist es. Ja, wahrscheinlich hat er... Da ist eine Grenze, siehst du sie? Oh, dann müsste ihm... Ah, nee, das ist das Gleiche. Das ist immer noch genau. Ja, muss er vielleicht hier oder noch was oder so. Ja, kannst du mal deinen Spider da rausschicken. Richtig. My Lord, approaching quietly. Approaching quietly. Sehr gut, mein Herr. Agent recruited und end of turn report. Ha, ich bin nicht mehr bei 0% financial. Nee. Du bist neunter. Gondor ist aktuell für... Gondor ist allgemein richtig krass. Gondor, ja. Und Mordor, die betteln sich hier gerade in dem Thema... Who's the fucking best in this whole fucking Middle Earth? Ja, und du machst den Mordor dabei mal ordentlich platt nebenbei. Jo. Ja, so im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen, ganz spontan aus dem Bauch heraus. Ja. Gut, dann machst du es eigentlich schon wieder. Ah, verdammt. Ja, kannst du nächste Runde nach Kaerin Amroth schauen. Ja. So. Ach Mensch, ey. Die arme Sau. Ich bin gespannt, wie oft er sich da jetzt noch... Ja, jetzt lasse ich hier drin sitzen, jetzt sehe ich ja alles. Ja. Nein, jetzt ist dieser Typ da weg, mit dem ich quatschen wollte. Arschloch. Naja, wird ja nicht allzu weit weg in auf eine Stadt sein. So. Tja, Dior Hild. Scheiße gelaufen. Ja, dann bist du unfruchtbar. Ja, ja, das werden wir gleich rumholen. So, hier sind alle fortgebildet, das bedeutet, ich schicke jetzt alles... Ah, nee, halt, die sind nicht fortgebildet. Ja, die kann ich ja auch sitzen lassen. Dann sag ich mal so, 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 so. Gut. Achso, du nimmst jetzt nur die nützlichen Truppen mit, ja. Oder? Okay. Letzten Endes könnte man das so sagen, ja. Ich nehme jetzt auch mal die mit. Und Riders auf jeden Fall. Vor allem, die haben auch schon gute Erfahrung. Ja. Das sind da halt nur Scouts, aber... Oh, jetzt habe ich eh schon eine ganz gute Truppe beisammen. Kommen die hier noch hinzu, wenn sie fortgebildet sind, und das, was hier drin hockt, kann ich noch mitnehmen. Und vielleicht noch das ein oder andere Bataillon Reiter sollte ich mitnehmen. Ja, die Royal Guards musst du halt aufpassen, es sind halt nicht mehr so viele und die kannst du ja nicht fortbilden momentan. Stimmt, dann lasse ich die vielleicht da und ersetze sie. Also Moment, ich habe jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze frei. So, dann nehme ich die zwei noch mit. Aha. Hast du noch 6? Dann habe ich noch 6. Dann nehme ich die zwei hier noch mit. 5, 4. Dann habe ich noch 4 und dann würde ich für den Rest einfach noch Reiter ausbilden. Ja. Die Rohan Riders, die sind ja auch recht gut. Ja, kann man mal gut lassen. Kannst ja mal schauen, wie gut jetzt deine fortgebildeten Spies schon sind. Was, Spice? Also, ja, nicht Spice, Scouts. Also die Scouts mit den Level-Ups. Achso. My Lord. Walk? Ja. Attack geht langsam. Orders. Das passt Continuing schon. Tomorrow. Ja, die machen dann sich. Dann mache ich Rohan Riders und vielleicht noch zwei so Bataillone Aerith Horse Archers, ja, oder High Scout. Die schon echt wenig Schaden machen eigentlich. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Das wäre eigentlich ganz schön scheiße. Ne, es geht. Dann würde ich halt Scouts noch ausbilden, oder? Kannst du nicht irgendwo anders vielleicht noch was? Warte, ich glaube in der Hornburg kannst du. Nee, kann ich auch nicht. Aber da baue ich gerade Night Stables. Ja gut, dann machst du halt vielleicht doch noch Infanterie. Das ist zwar... Ne, schau, da kann ich dann die Rohan Riders auch machen, also... Ja gut, aber die 5 Runden warten noch. Da kannst du genauso gut warten, bis Edoras... Bis der hier unten ist. Sind 3 Runden vergangen. Da kannst du genauso gut warten, bis in Edoras die... Achso, da machst du noch die Crop Rotation davor, das ist natürlich madig. Ja. Ja, weil die war schon halb fertig. Ja, ja, klar. Die wollte ich jetzt nicht abbrechen. Und das dauert 8 Runden. Das dauert 8 Runden. Also okay. Von daher ja, gut, hol ich mir die aus der Hornburg. Ja. Die Hornburg. Hornburg. Yes, Mann. Was machen wir jetzt mit dem Eomund, wenn wir ihn da reinsetzen? Ah, jetzt verdient es mehr, schau. Ja, ja. Ja gut, ist klar, weil der Tangle hat mehr. Trotzdem gebracht. Immer noch deutlich weniger als der Tangle. Also wo der Tangle drin saß, hat es glaube ich 2200 zu Spitzenzeiten verdient. Ja.
Na gut, es kann ja nur bergauf gehen, wenn dann die Irrigation erstmal fertig ja, ist. Ja, klar. Vor ihm habe ich schon so ein bisschen Schiss, muss ich sagen, dass er so auf die Idee kommt, mal hier nach Tirith Anduin zu marschieren, weil das habe ich natürlich nicht ordentlich befestigt, ne? Alter, der hat beide! Krasser Scheiß. Okay. Aber kommt der überhaupt über den Anduin drüber? Ja, hier kann man rüberlatschen irgendwo. Okay. Warte. Schau, hier oben. Ja. Ja gut, aber das, wo man dort durchlatschen kann, das liegt ja noch in Elbengebiet, oder? Das ist ja nicht deins. Das ist im Elbengebiet, genau. Ja, dann wird das wahrscheinlich, wird dein Tirith Anduin da vielleicht gar nicht als grenzend zählen. Vielleicht will er Frieden. My lord, 'tis good to see you, my friend. How can we help? Termitrennon. Farewell then. Farewell then. Yes. Vielleicht könnte ich sogar mit Mordor nennen. Nee, will ich eigentlich gar nicht. So. Die Argonath. Wenn man, glaube ich, mit der Maus irgendwie drauf geht, dann... Irgendwie ging das mal, das... Genau, da. Gate of Argonath. Und da ist Amon Hen. Ah, das ist so... Das zählt sogar als Watchtower. Cool. Overlooking the Falls of Rauros. So, damit bist du wieder dran. Thank you for receiving me, friend. I have a proposition. I have a proposition for you. Until we meet again. Was machst du da? Ah, ja. Betatsch mich nicht. Harr. Harr. Ich glaube, da muss man mal langsam die Batterien auswechseln bei der Maus. Ich habe die nie in Benutzung. Außer wenn ich da bin. Ja, die ist neu. Okay. Das würde mich stark wundern, wenn ich mach die 105 noch, ja? Er steht weiterhin darum. Das Sorcerer. My Lord. Ich könnte mich natürlich da auch einfach vorbeischleuchen. Da oben rumgehen. Bringt aber auch nicht mehr. Upper End. Das heißt, nur noch rausfinden, wo genau da ich glaub, die Stadt da ist. Ist die irgendwo. Ja. Einfach mal der Straße folgen, ja. Im Zweifelsfall. Zweifelsfall der Straße nach. Ah, eine Art Gallery. Sehr schön. Gleich hinterher gebaut. Na, aber hallo. Weil in Goblin Town kann ich es definitiv brauchen, dass die Culture schön schnell wächst. Culture Candela. So ist es. Culture. Heute haben wir auch nichts Gutes irgendwie beizutragen zum letzten Play. Natürlich nicht. Wann haben wir das schon? Voll der Trash heute hier. Trash-Gelaber. Ja, muss auch ab und zu sein. Wie lange dauert das denn hier noch? Zwei Runden? Ich verstehe echt nicht, wie sich die Leute sowas anschauen können. Aber echt, hä? Ist schon ein bisschen traurig, was wir hier für einen Scheiß von uns geben. Das ist Sparta. Also ich glaube, ich werde uns einfach mal deabonnieren. Wir haben es schon verdient. Mit deinem Ralf Koneberg-Kanal. Aber echt, hä? Der Captain Sweatpants. Der Captain Schwitzhosen, ne? Gut, dann... Bist du auch wieder fertig, oder wie? Ja, auch wieder fertig. Ich bin fertig. Die blöde Armee da, die sollen mich jetzt einfach mal angreifen. Das ist mir sogar... Selbst wenn sie mich in dem Ladris angreifen, dann sollen sie im Ladris nochmal einnehmen. Das ist mir lieber, als wenn sie dastehen und ich einfach nur nix machen kann. A message from the Ents. Mensch, grüß euch, Ents. Vielleicht kann ich die dir ja... Das wäre natürlich super. Ich hoffe natürlich, dass sie so lange da bleiben. Ja, oder du benutzt sie auch, um Dings anzugreifen. Moria, nee. Nein, nicht Moria, Dings hier Dol Guldur. Nee, da warte ich auf die nächste Endverstärkung. Ich will da wirklich richtig gut drauf vorbereitet sein. Wie du magst. Ich bin dir natürlich sehr dankbar für deine entische Unterstützung. Londete da er. Und jetzt geht wieder nichts. Ah, scheiße, ich hab kein Geld. Wieso? Oha. Ah, wahrscheinlich, weil irgendwas fertig geworden... Ah, ja, ich weiß warum. In Edoras die Stelle, stimmt. He, kosten ja nur schlappe 7400. Ist schon echt krass, ne? Ja. March to exhaustion, continuing later. We can go no further today. Orders. So. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Abwechslung im Vergleich zum normalen Medieval, dass man nicht so viel Kohle hat, wenn man einfach... ich habe eine neue Stadt eingenommen. Das baue ich, 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 das baue ich.
passt. Ja, erstmal die Auftragskette voll machen. Ja. Jetzt steht hier auch ein Diplomat von den Haradrim. Den könnte ich vielleicht auch mal ansteuern mit meinem... Yes, my lord. Ach verdammt, und ich habe meinen Diplomaten approaching wieder nicht their dignitary. Stopping here. Hey, wir sind in Runde 100. Yay! Was für ein Jubiläum! Sehr schön. Ja, das war's schon wieder mit der Freude. So. So, das war jetzt auch die letzte Folge von unserem Let's Play. Ja, wir hören mal wieder auf. Wie es schon so oft befürchtet. Commander Confident.